So, guten Morgen. Es ist noch dunkel draußen, aber es gibt einen Smoothie und da wird das natürlich alles gleich viel heller, das Gemüt. Also, hier sind drin Hanfsamen, dann Moringa, Gerstengras und Weizengraspulver, Erbsenprotein und Reisprotein. Dazu sind noch drin MSM-Pulver, Ginsengpulver, Neempulver, frischer Kurkuma. Dann gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, gefrorener Grünkohl, frische rote Beete aus dem Garten, frischer Grünkohl auch noch aus dem Garten, aber nicht so viel. Bananen, Äpfel und frische Orangen. Endlich gibt es wieder Orangen, die halt nicht behandelt sind. Also Bio-Orangen, die gibt es im Sommer irgendwie gar nicht. Und jetzt geht es erstmal wieder richtig los. So, jetzt gibt's eine Gemüsepfanne mit frischem Brokkoli und frischem Kohl aus dem Garten. Und das ist zusammengemixt mit einer asiatischen Gemüsepfanne, die allerdings ungewürzt ist, also einfach nur das asiatische Gemüse. Und genau, das ist angebraten in Olivenöl, hört, hört. Selten, aber bei mir hin und wieder hatte ich halt mal so ein bisschen Olivenöl-Appetit. Und ja, dann mit Sojasauce quasi rumgerührt. Und das war's eigentlich. Gewürze, ja, ein bisschen Curry, genau. So, jetzt gibt's Buletten mit Jägersoße. Nein, das sind Plätzchen. Das sind Plätzchen, die sehen nur aus wie Frikadellen. Das ist einfach nur etwas anders ja, fürs Auge, als man das gewöhnt ist. Aber das sind ganz leckere Plätzchen und die Soße, das ist ein Zuckerguss aus Wasser und Vollkornzucker. Und ja, Plätzchen halt. Der Tag startet mit einem Smoothie. Heute sind drin Buchweizen, also ungekeimte Buchweizen, dann ungeschälte Hanfsamen, Moringa, Gerstengras, Weizengraspulver, Ginsengpulver und Neempulver, dazu MSM und Braunhirse, dazu gefrorene Himbeeren, gefrorene tropische Früchtemischung, gefrorenen Grünkohl, dazu frischer Apfel, frische Banane, frische Granatapfelkerne, frischer Brokkoli, frische Orange, Apfel habe ich glaube ich schon gesagt. Genau. Und das ist mein Smoothie und den werde ich jetzt trinken. Bei mir ist zurzeit echt, ja, zeitmäßig ein bisschen eng zur Zeit und ich merke immer wieder, ja, dass ich wohl doch immer wieder jetzt auch wieder zu gekochter Nahrung greife. Und ja, ist halt so, wird einfach so attestiert. Und ja, entweder ich nehme Kartoffeln oder ich nehme Nudeln und dann mache ich eine asiatische Gemüsepfanne und das war's eigentlich. Und das haue ich zusammen. Und das ist halt nahrhaft, sättigend und unspektakulär. Aber das gibt es jetzt auch wieder. Also so eine Nudelfanne mit asiatischem Gemüse. So, und jetzt gibt es einen Teller Orangen und dazu gibt es zwei von diesen Bratlingen. Das sind Tofu-Bratlinge. Und eben einen Teller Orangen. Und das gibt es jetzt. Zum Morgen gibt es wieder den normalen Smoothie. Heute hat sich nur ein bisschen was geändert, dass ich heute ein bisschen Pastinake reingemacht habe und ein bisschen Brokkoli zu gestern. Wobei ich glaube, ich gestern Brokkoli-Strunk auch dabei hatte. Also im Endeffekt hat sich nicht wirklich was geändert. Aber ich muss ja irgendwas sagen, weil ich euch quasi 365 Tage im Jahr denselben Smoothie zeige. Da muss man sich auch mal was einfallen lassen. Also ich glaube, heute hat es, ich glaube, ein Granatapfelkern ist mehr drin heute. Jetzt gibt es einen, ja, einen Salat, einen Rohkostsalat. Das ist Hafer, der nur eingeweicht ist, über Nacht quasi in kaltem Wasser. Und dazu Zwiebeln, Gurken, Tomaten, ein bisschen Balsamico, ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Ganz unspektakulär, aber sehr lecker, kommt auf jedem Rohkostpotluck immer sehr gut an. So, das sind Tofu-Würstchen, die ich jetzt esse. Da habe ich einfach in den Grill geschmissen und ja, dazu ein bisschen Barbecue-Soße. Ungesund, aber hoffentlich lecker. Das erste Mal, dass ich die esse. Und wieder mein guten Morgen-Smoothie. Ja, was soll ich kurz sagen? Ich habe heute mal Möhren reingetan und ansonsten always the same. So, jetzt gibt es wieder den Standard, den es in den letzten Tagen heute mal gegeben hat. Und zwar ja, Nudeln und frischen Brokkoli, frische Zwiebeln, frische Möhren und ein bisschen was von der chinesischen Gemüsepfanne. Also einfach nur chinesisches Gemüse. Das zusammengehauen, ein bisschen mit Sojasauce abgeschmeckt und fertig. Ja, ich bin jetzt nicht so glücklich generell jetzt immer mit den Mahlzeiten. Allerdings geht's schnell, geht's einfach und ist sättigend. Also von daher, naja, wenn ich nicht den frühesten Smoothie hätte, dann würde ich das sicherlich nicht so machen. Aber durch den Smoothie früh habe ich ja quasi alle Mineralstoffe, Vitamine und auch alle Aminosäuren schon zu mir genommen. Also von daher geht's nur noch um die Sättigung. Trotzdem bin ich nicht so zufrieden mit diesen Pfannen immer. Aber naja, drauf geschissen.
So, ich bin's, der Mexikaner, und ich habe hier in Öl ausgebackene Teigsachen in Karamellsoße. Und ja, das soll vegan sein und es schmeckt auch vegan und es schmeckt gut. Und von daher, das ist jetzt meine Vorspeise. So, als zweites gibt es jetzt Brot auf Bohnenpaste, also Bohnenpaste auf Brot, ein bisschen Gemüse und Tomaten. Auch vegan, also durchaus, naja, so ein halber Hauptgang, aber das ist jetzt mein Hauptgang.